Einen wunderschönen guten Buongiorno, Winchick, und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung. Heute spreche ich über einen Film aus dem Jahr 1980 aus Italien. Einem echten, ja, Policesso, also einem italienischen Kriminal- bzw. Polizeifilm. Der Titel lautet im Original Il Giorno del Cobra und bei uns hieß er Der Tag der Cobra. Geschrieben wurde Der Tag der Cobra von Aldo Lado, einem, ja, auch einem italienischen Filmemacher, Produzent und auch selbst Regisseur, der ursprünglich auch geplant hat, diesen Film selbst zu inszenieren. Allerdings hat es dann, ja, sozusagen Abstimmungsschwierigkeiten gegeben mit dem Produzententeam. Man wurde sich nicht einig, wer die Hauptrolle übernehmen sollte. Und so kam es, dass Aldo Lado sich aus der ganzen Sache zurückgezogen ist. Das Projekt, ja, war dann etwas auf Eis gelegt sozusagen und irgendwann kam Enzo G. Castellari ins Spiel. Der hat zum Beispiel den Western, den berühmt-berüchtigten Western Kioma, das Lied des Todes gemacht und die Filme Straße ins Jenseits, Straße ins Jenseits und Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Und in all diesen drei Filmen spielte Franco Nero. Der Original Django aus Sergio Corbucci's Original Django-Film die Hauptrolle. Naja, und somit ist es nicht ganz verwunderlich, dass Franco Nero auch hier bei Il Giorno del Cobra sozusagen als Hauptfigur vor der Kamera gestanden ist. Und Franco Nero spielt Larry Stacciani, einen quasi ehemaligen FBI-Polizisten, Agenten, der aufgrund einer Intrige vom Dienst suspendiert wurde. Und er verdient in Amerika seitdem, ja, also sozusagen als Privatschnüffler, seine Brötchen. Und irgendwann kommt sein ehemaliger Chef auf ihn zu, gespielt von William Berger, und sagt ihm: Du, pass auf, wir haben in Italien ein Riesenproblem mit einem Drogenbaron. Kandinsky ist sein Name. Und dieser Kandinsky, der bereitet uns da also unglaubliche Probleme. Du, niemand anderes als du, musst nach Genua fliegen, um sozusagen dem bösen, bösen Kandinsky das Handwerk zu legen. Dafür bekommst du deine Marke zurück, deine Knarre und darfst dich fortan also wieder offiziell sozusagen die Cobra nennen. Ja, also Larry ist die Cobra. So, gesagt, getan. Larry fliegt also dann nach Italien, nach Genua und das Erste, was er tut, ist erstmal, also es verschlägt ihn sofort erstmal in einen Nachtclub. Ja. Und in diesem Nachtclub lernt er eine Tänzerin kennen, die auf der Bühne steht, sehr adrett und sexy aussieht und tanzt. Und das ist, ja, und natürlich landet er sofort mit ihr in der Kiste, nähert sich ihr und so weiter und versucht sofort ihr Vertrauen zu gewinnen und Informationen aus ihr herauszubringen. Gespielt wird sie von Sybil Dunning, des ehemaligen österreichischen Playmates, die auch schon in vielen Genrefilmen dabei gewesen ist, wie zum Beispiel The Howling 2, das Tier 2, oder in Andy Sidaris' Malibu Express, oder natürlich auch im Grindhouse-Projekt von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez. Ja, und hinzu kommt noch, dass Larry gute Kontakte hat in Italien, denn unter anderem wohnt auch sein Sohn in Italien. Also Larry hat ein Kind, offensichtlich ist er geschieden oder seine Frau ist gestorben, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls möchte er auch sein Kind dort natürlich wieder sehen und treffen und das tut er auch. Er nimmt also Kontakt zu seinem Sohn auf und der Sohn freut sich also total. Naja, und irgendwann kommt Kandinsky aber auch dem Ganzen auf die Schliche, dass A, dort jemand ist, der ihm also auf den Fersen ist, der ihm das Handwerk legen will sozusagen und ihn unschädlich machen möchte und stellt Recherchen an, um wen es sich dabei denn handeln könnte. Und dabei stellt Kandinsky fest, aha, der hat ja einen Sohn. So, und dann versucht man natürlich, diesen Sohn sozusagen zu kidnappen, gefangen zu nehmen. Und dabei kann aber der Sohn entwischen, ganz knapp entwischen, rennt über die Straße und wird von einem Lastwagen oder einem LKW überfahren und stirbt. Ja, und dann kommt das, was kommen muss. Larry Stacciani nimmt Rache. Und ab diesem Moment wird dieser klassische, sagen wir mal, Polizeifilm ein, ja, Selbstjustiz-Action-Thriller-Moped. Ja, in dem Moment, wo man dann also nach Italien kommt,
da sieht man eben auch diesen dreckigen Look und aber diesen gleichzeitig dreckigen, aber auch parallel diesen wunderschönen ästhetischen Look dieses Films, ne? Also Italien hat einfach eine perfekte Kulisse zu bieten, insbesondere Genua, für so eine Art von Film. Das ergibt einfach sich an der Natur der Sache, an der Umgebung per se. Und das spielt man hier aus. Der Film ist durchaus actionreich, nicht ganz so, sagen wir mal, nicht ganz so knallhart, möchte ich mal sagen, wie es damals noch Straße ins Jenseits gewesen ist. Er gibt sich hier und da schon ein wenig amerikanisch. Also der Polizeifilm, der war insbesondere in den 70er Jahren ja sehr, sehr groß. Und dieser, wie gesagt, der Film ist von 1980 und da schwappte das ganze Ding also schon über und beziehungsweise ebbte halt ab. Ja, also das war eher ein Film, wo dieses Genre, dieses Subgenre des Thrillers zu Ende ging. Und das merkt man hier und da teilweise dann schon ein wenig. Sei es drum, es gibt jetzt also dieses Mediabook, gibt es in verschiedenen Cover-Varianten von der Firma Sinistrange Extreme. Und ich habe mir dieses Cover A bestellt von diesem Film. Interessanterweise hat der Film nur eine Blu-ray. Es fehlt hier also die obligatorische DVD in dem Mediabook. Es hat nur eine Blu-ray. Hinten ist also kein Tray. Und der Film läuft 95 Minuten und jetzt schauen wir uns mal das Mediabook etwas genauer an. Beginnen wir mit dem Spine und wir können hier wieder erkennen, dass man hier mit diesem wunderschönen schimmerigen Effekt gearbeitet hat. Also der Titelschriftzug ist eben im Hochglanzdesign hier abgedruckt und das gleiche verhält es sich oder genauso verhält es sich dann hier auch wieder mit diesem. Da sieht man es wieder, wie es schimmert. Also ich finde das halt geil, wenn gerade der Titelschriftzug, wenn er in so einer knalligen Farbe ist, wie hier bei dem Frontcover, in Rot gehalten, diesem knalligen Rot, wenn das dann halt so anfängt zu schimmern. Und das ist, wie gesagt, ein wunderschönes Cover-Artwork an der Stelle. Wenn wir es aufmachen, ist mir sofort etwas aufgefallen. Und zwar hier beim Tray. Man kennt das ja, dass man öfters Probleme hat, die Disc aus dem Tray zu nehmen. Und hier hat man sich jetzt was ganz Neues überlegt, offensichtlich. Kann hier also richtig schön mit dem Finger reingehen und sie einfach rausdrücken. Und dann sehen wir also ein wunderschönes Foto von Sybil Dunning. Sollte man beibehalten, finde ich auf jeden Fall einfach sehr komfortabel. Das ganze Mediabook beginnt, wir sehen das hier schon an diesem. An der Farbe könnt ihr das schon sehen, Fantopia Filmprogramm. Das hat ja alles immer diesen gelben Touch gehabt. Ja, das ist also jetzt hier sozusagen, damit beginnt sozusagen das Mediabook. Und hier hat man also auch ein Zitat von der katholischen Filmkritik. Und ich lese jetzt mal vor. Spannungsreicher Krimi mit Brutaleffekten und bedenklicher Sympathieführung für Selbstjustiz. Das steht hier. Also, das ist übrigens hinten auch nochmal abgedruckt. Ja, und apropos Zitate, lustig ist halt auch die deutsche Synchronisation. Da gibt es also so einen Spruch von dem kleinen Kind, von dem Sohn zu dem Larry, der sagt: Ach, du bist ja jetzt hier, was machst du? Machst du hier ein großes Geschäft? Ja, und da musste ich also durchaus zweimal hinhören. Weil das schon irgendwie zweideutig ist. Oder ein anderes Mal sagt die Sybil Dunning zu dem Larry: Eines Tages bringe ich dich vielleicht um, ich töte dich mit meinen Küssen. Also, naja, gut, so redet man natürlich heutzutage nicht mehr, aber gut, so ist halt eine Synchro von 1980. Ne? Ja, hier nochmal wunderschöne Fotos. Die Anordnung des Mediabooks insgesamt finde ich sehr gelungen mal wieder. Alles in Matt gehalten hier und schön Bilder und Texte, gut lesbar alles. Also das ist echt geil. Geschrieben ist der Textanteil von Leonard Elias Lemke. Hier ein Interview mit Aldo Lado, wie gesagt, dem Drehbuchautor. Und auch hier gibt es wieder ein ausgewogenes Beispiel daran, wie man ja, eine Anordnung hat, wo man sowohl Aushangfotos als auch Textinhalt gleichermaßen viel Platz bietet und das ist hier echt ziemlich cool. Als Bonusmaterial haben wir nur den Trailer, was heißt nur, es gibt noch eine Bildergalerie, aber mein Gott, die juckt eh keinen. Der Trailer geht 3 Minuten 38. Im Grunde genommen zeigt er alle Szenen und wer also nur Lust hat,
Wer keinen Bock hat auf den Film, der guckt sich einfach den Trailer an und dann hat er eigentlich den ganzen Film gesehen. Also das war früher so, dass man wirklich unendlich lange Trailer produziert hat. Finde ich extrem bescheuert, aber gut. Ja, achso, Entschuldigung, hier ist jetzt also noch ein bisschen Werbung drin. Warte mal. Und zwar, genau, das neue Filmprogramm Nummer 7951. Da hat man also hier diese Werbeanzeigen, ne? Und, total geil, bitte benutzen Sie für Ihre Werbung diese Schlagzeilen. So. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen. Ihr könnt euch das mal eben durchlesen. Aber geil finde ich halt auch, die Kobra lebt, während andere sterben. Der Tag der Kobra ist der Tag des Todes für die anderen. Das ist also einfach wahnsinnig cool. Nur einer weiß, worum es geht, die Kobra. Ja, also super geile Werbesprüche, finde ich genial, dass man das hier sozusagen mit abgedruckt hat. Genau, und ja, es gibt hier keine DVD. Also es hat wirklich nur ein, es ist wirklich nur ein Disc-Set. Warum man das gemacht hat, keine Ahnung. Ich finde, eigentlich sowas gehört dazu. Aber gut, hat man jetzt sicher mal gespart. Ja, 95 Minuten Laufzeit. Nummer 101 von 222 habe ich. Und das hier ist das Backcover. Und hier oben ist also eben dieses Zitat, was ich eben gerade schon gebracht habe von der katholischen Filmkritik. Sehr, sehr geil. So, geiles Teil. Ich finde es allerdings aber noch sehr schön, dass Michele Soavi, der italienische Regisseur, der unter anderem den Film Aquarius Stage Fright gemacht hat, hier mitspielt, oder auch natürlich Dell'Amore, den italienischen Horrorfilm mit Anna Falci. Der spielt hier eine Gastrolle, oder ja, was heißt Gastrolle? Er spielt eine untergeordnete Rolle, aber man erkennt ihn. Ja, und wie gesagt, mir gefällt die Ausleuchtung des Films, mir gefallen die Bilder. Also die Montage an sich finde ich ganz gut. Aus meiner Sicht hätte der Film noch einen Tuck härter sein können. Also wie gesagt, Straße ins Jenseits deutlich besser, muss ich gestehen. Aber hey, ganz ehrlich, wenn man die Erwartungshaltung so ein bisschen runterschraubt, ein bisschen zurückdreht, dann kriegt man einen durchaus schönen italienischen Genrefilm geboten. Die Musik ist so, wie man sich die Musik vorstellt. Hin und wieder tatsächlich auch so ein bisschen amerikanisch angelehnt, gar nicht so dolle italienisch. Auch der Titeltrack ist ein amerikanischer Song und macht eigentlich gleich Bock. Also wenn die Anfangscredits kommen, dann kommt so ein lustiger Soundtrack. Ich kann ja das vielleicht mal, ich gucke mal auf YouTube, ob ich das finde, dann würde ich das hier vielleicht einfach verlinken. Könnt ihr euch mal angucken und anhören. Es klingt irgendwie ganz charmant, das Ganze. Ja, also am Ende des Tages vielleicht ein Bierchen in der Hand, vielleicht ein, zwei Kumpels einladen, dann kann man mit Der Tag der Kobra durchaus seinen Spaß haben. Muss man das Mediabook haben? Nein, muss man eigentlich nicht. Es ist tatsächlich etwas für. Es ist ein Nischenfilm, das muss man auch sagen. Es ist für Komplettisten, wie ich das auch bin. Und Leute, die gerne Franco Nero sehen und das nicht nur in der Rolle des Djangos, auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und das Mediabook ist, wie gesagt, sehr schön gestaltet, wie immer eigentlich von CineStrange Extreme. Also von daher macht ihr da keinen Fehler. Der Film ist im Übrigen sowohl auf Deutsch und das im Übrigen in zwei Tonspuren vorhanden, einmal im Lichtton und einmal im Magnetton. Der Lichtton ist etwas, ja, heller, sagen wir mal. Und ja, um nicht klirrender zu sagen, aber heller. Heller und klarer, und der Magnetton ist ein Tucken dumpfer. Und dann ist der Film noch im Originalton enthalten, und das ist nicht italienisch, sondern tatsächlich englisch. Also auch da kann man halt, wie gesagt, wählen, was man gerne sich anhören möchte. Es ist immer wieder cool, wenn Franco Nero Englisch spricht. Das hat irgendwie so seinen Charme. Ich habe den mal auf einer Convention getroffen. Doch, der ist ja irgendwie, der ist super süß, der ist voll nett, und wenn der Englisch spricht, das ist irgendwie charmant. Also, es gibt sicherlich bessere Filme als den, gar keine Frage. Es gibt auch bessere Polizeifilme als den, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Ich würde ihn so im Mittelfeld einordnen, ne? Ich würde diesem Film,
der Tag der Kobra daher 5 von 10 Punkten geben. Das ist nicht schlecht, das ist aber auch nicht besonders hervorragend. Das ist halt einfach ein Film, der mit der Abklang des italienischen Polizeifilms bedeutet. Und wenn man ihn als das betrachtet, dann hat er natürlich definitiv seinen Stellenwert auch in der Filmografie von Franco Nero und Enzo G. Castellari verdient. In dem Sinne, viel Spaß und Arrivederci.